Vier Kinder spielen im Luisenpark Karten. Soweit nicht ungewöhnlich. Ginge es nicht um das Kartenspiel selbst. Das Besondere, das Spiel wurde von Schülern entwickelt, die in ihrem Alter sind. 31er, eine Mischung aus Zähl- und Aktionsspiel, ist das erste Spiel, das die Schülerfirma Samurai Games auf den Markt gebracht hat. Und wie kommt das Spiel an? Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es auch toll, dass man Aufgaben hat. Das unterscheidet sich eigentlich, weil manche Spiele haben einfach keine Aufgaben. Man hat halt viele Aktionskarten und muss halt auch Aufgaben erfüllen. Das ist nicht wie so ein normales Kartenspiel, wo man einfach nur diese Aufgaben im Kartenspiel, man hat halt mit den anderen Leuten was zu tun. Ich glaube, ich würde es mir auch kaufen. Aber wenn ich es nicht kaufe, muss ich es nicht kaufen. Und das sind die Erfinder von 31er, 16 Mannheimer Schüler aus den Klassenstufen 7 bis 11. Immer mit dabei Lehrer Christian Mahnke. Seit Oktober treffen sich die Schüler des Johanna-Geismar-Gymnasiums jeden Freitag, besprechen Marketingkonzepte und testen neue Spiele, um sich inspirieren zu lassen.